Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen. 8.217 Zuschauer haben ein 1:1 gesehen. Die Torschützen waren Platzek für RWE und Schäden für RWO. Bevor ich die Trainer begrüße, sage ich Ihnen jetzt erstmal noch die Endergebnisse von den anderen Regionalligaplätzen. Da haben wir nämlich Wattenscheid gegen Viktoria Köln 0:2. Rhinon gegen Rödinghausen 1:8, Mönchengladbach gegen Verl 0:3, Wiedenbrück gegen Wuppertal 2:0, Uerdingen gegen Dortmund 1:0, 1. FC Köln gegen Düsseldorf 3:1, Bonn gegen Erntebrück 3:0 und Wegberg Weg gegen Aachen 1:3. Und nun begrüße ich sehr herzlich hier am Tisch die beiden Trainer, unseren Gast Mike Terranova. Und auf der anderen Seite bei seinem Heimspieldebüt an dieser Stelle nochmal auch ein besonderes Willkommen für unseren neuen Trainer Agirios Giannikis. Das erste Wort hat aber selbstverständlich unser Gast und deswegen bitte ich Herrn Hannover nun um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, hallo zusammen. Wir hatten einen ganz klaren Plan, wo wir hingefahren sind. Ich habe mir das Spiel dreimal angeguckt gegen Aachen. Wir wollten halt zwischen die Fünfer- und Viererkette kommen. Das haben wir erste Halbzeit gar nicht gemacht. Deswegen war ich schon wirklich sauer, weil ich denke, erste Halbzeit haben wir nicht viel zustande bekommen. Gehen durch auch einen Spielzug, den wir auch angekündigt haben, durch Malua, der, glaube ich, der dritte Mal in Folge einen Assist macht, in Rückstand. Haben dann mehr oder weniger gar nicht stattgefunden. Ich glaube, dass wir da in der Halbzeit halt die richtigen Worte hatten. Genauso wie wir dann halt zweite Halbzeit gespielt hatten, hatten wir uns das vor. Wollten halt in den Zehnerraum kommen, waren aber jetzt nicht unbedingt torgefährlich. Aber ich denke, die Moral und die Kampfbereitschaft, Leidenschaft, das, was wir am Tag hinlegen wollten, ich denke, das haben wir nachher gemacht. Und ich denke, der Zeitpunkt, klar, ist glücklich, ne, wenn man halt kurz vorm Ende dann halt den Ausgleich macht, aber ich denke, auch nicht unverdient. Wir können mit dem Punkt hier leben. Ich denke, mehr sollte man dazu auch nicht sagen. Ich wünsche RWE und vor allem auch Herrn Welling alles Gute, der hier, denke ich, super Arbeit gemacht hat. Und ich hoffe, dass er halt in Zukunft bei RWE besser läuft. Ich denke, das ist eine gute Truppe mit tollen Fans und alles Gute. Ja, danke schön, Herr Terranova. Und nun darf ich um seinen Kommentar bitten, Adi Giannikis. Ja, vielen Dank. Auch hallo zusammen von mir. Ich glaube, wir sind die ersten 15 Minuten sehr gut ins Spiel reingekommen, haben zwei gute Möglichkeiten, durch einen tollen Spielzug das 1:0. Haben Oberhausen mit ein bisschen optischem Übergewicht gesehen, die Ballkontrolle hatten, aber eher hinter der Mittellinie. Die haben ihre 2-6er kurz gezogen, haben 4-1 hergestellt, Platzek waren dann, haben wir in Kauf genommen, dass da der Ball kontrolliert wurde. Wir waren aber in Zwischenräumen gut da, haben die zweite Welle gut kontrolliert, in der ersten Halbzeit auch nicht viel zugelassen. Aber da haben wir schon gesehen, dass wir nach Ballgewinn diese Sauberkeit von Aachen nicht hatten. Wir hatten schnelle Ballverluste, was uns Kraft gekostet hat, weil dann rennst du auch oft hinterher, wenn du Ball gewinnst und nicht zielstrebig nach vorne kommst, nicht den Ball kontrollieren kannst, nach Ball gewinnen, dann lässt du körnen, das ist klar. Die zweite Halbzeit habe ich neutral gesehen, mit viel Leidenschaft in beiden Mannschaften. Haben wir da verpasst, eine gute Torwartaktion, das 2:0 zu machen, auch 2 Minuten vor das 2:0 zu machen. Und da hast du dann am Schluss gemerkt, dass dann die Kraft nachlässt, die Konzentration nachlässt. Klar geschuldet auch durch die intensiven 2 Wochen, die wir zusammenarbeiten, aber auch, weil du, wie gesagt, zu schnell Ballverluste nach Ballgewinn hattest. Und das ist, deswegen habe ich von Beginn an vom Prozess gesprochen. Ich habe in 3 Spielen jetzt hier, glaube ich, keine richtige Torchance gesehen vom Gegner. Das heißt, wir sind defensiv taktisch stabil, wir arbeiten konsequent und sind stabil. Aber da kann immer was passieren, da kann ein Standard reinrutschen, da kann so ein Schuss natürlich reinkommen, ne, wenn du nicht konsequent genug bist. Ja, und dann musst du auch diesen Killerinstinkt haben, da 2:0 zu machen. Das haben wir heute nicht gehabt. Deswegen tut es mir ein bisschen leid für die Mannschaft, weil sie hat alles gegeben. Die hat in den 2 Wochen jetzt hier, in denen wir zusammenarbeiten, sich top präsentiert. Klar tut es weh, wenn du am Schluss hier unentschieden spielst, wenn du schon vorher 2-3 Mal das 2:0 machen konntest. Aber das ist nun mal so. Ja, wir ziehen viel daraus aus dem Spiel wiederum.
Ich sehe uns in einem guten Prozess, was die Stabilität betrifft. Wir müssten jetzt aber was draufpacken, Step by Step, was draufpacken, um da die Phasen am Ball zu kontrollieren, damit das Spiel nicht zu intensiv werden wird für uns. Und das ist der Ausblick. Vielen Dank. Ja, danke, Herr Gernikis. Und nun haben Sie Gelegenheit, noch Fragen an die beiden Trainer zu stellen. Bitte schön. Keine Fragen. Dann ein herzliches Dankeschön. Aber bitte noch einen Moment Geduld, weil wir möchten aus gegebenem Anlass nämlich noch eine zweite Pressekonferenz folgen lassen. Das heißt, wir würden jetzt zwei Minuten unterbrechen und Pause machen. Die beiden Trainer darf ich aber schon mal herzlich verabschieden. Unsere Gäste insbesondere von Rot-Weiß-Oberhausen. Ja, und in zwei Minuten geht es dann hier zu einem anderen Thema weiter.